Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Eigentlich ein ziemlich schlechter Start. 5 Spiele, 3 Niederlagen und 2 Siege. Und bin auch ein bisschen frustriert, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt noch ein Spiel zu machen, weil man frustriert ist. Aber ja, ich will halt jetzt nicht mit 4 Spielen am Freitag Schluss machen. Das ist irgendwie komisch. Deswegen machen wir jetzt auf jeden Fall noch mindestens eine Aufnahme. Ist gerade ziemlich warm, deswegen ziehe ich mich mal aus. Und der Gegner war auch gut, aber ich habe es auch nicht so gut gespielt und verteidigt, wie ich es hätte können. Also zu aggressiv verteidigt und dadurch seine Tricks zu gut kommen lassen. Ich habe einfach, ja, mich nicht gut angepasst an den Gegner, muss man leider sagen. War aber definitiv auch der beste Spieler, Gegner, den wir bisher hatten in der Weekend League, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, ich hätte definitiv mehr rausholen können. Und das muss ich mir ankreiden. Da war mehr drin, auch wenn der Gegner verdient gewonnen hat und vielleicht auch weiterhin der bessere gewesen wäre, wenn ich es noch besser gespielt hätte. Aber das war nicht gut. Das, was ich in den ersten 2, aber eigentlich auch 3 Spielen gut gemacht habe, habe ich hier einfach überhaupt nicht gut gemacht. Und ich hoffe, dass ich das jetzt wieder hinbekomme. Hängt, wie gesagt, auch immer davon ab, was der Gegner anbietet, wie viel der Gegner zulässt oder macht, aber war der Ball eigentlich schon bei uns. Kommen Spieler nicht. Endlich ist der Stellungsfehler da. Ich muss Arangis eigentlich machen. Hat auch mit den steigen Rechten abgeschlossen. Es sein, dass es kein Foul ist. Krasser Stellungsfehler. War genauso geplant, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass er den so trifft, weil der Winkel war dann doch schon sehr spitz. Also der Pass war so geplant, ich wollte dahin passen. Aber das Origi, den dann wirklich so krass ins kurze Eck. Ich meine, klar, ist ein starker Rechter, ne? Aber dass er den da reinkriegt noch. Ich habe echt gedacht, den schieße ich vorbei oder halt genau auf Tschech drauf. War auch einfach nur geschossen, nicht flach oder so. Sehr gut. Jetzt konzentrieren, dass wir hier noch mehr machen und das Spiel gewinnen. Oh, da war William noch dran als letztes. Warum pfeifen die denn? Ich mach da gar nichts. Als wenn ich eine Stunde den Ball hätte. Das war richtig schlecht von mir, aber ich dachte halt, er orientiert sich komplett anders. Aber ich werde nach der Aufnahme, also wenn ich das Spiel gewinne, werde ich auf jeden Fall noch ein Spiel mit der Calcio A machen, aber das war's dann für heute. Also merke schon, dass ich jetzt schon nicht mehr die Leistung abrufen kann, die ich am Anfang abrufen konnte, in den ersten 3 Spielen, und das gefällt mir nicht. Schön von Tolisso.
Wie blöd ich bin, ey. Warum lasse ich... Wieso spiele ich denn dann plötzlich in die Mitte? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Ich dachte, ich mache was Überraschendes. War richtig bescheuert von mir. Tolle Ballannahme. Let's go. Oh, ich lach und Schmelzer macht natürlich wieder nicht mit. Okay, er macht am Ende mit, aber er hätte sich auch einfach mal laufen können. Ich dachte, er macht den Stellungsfehler. Er wollte ihn auch gerade machen. Er hat es dann aber noch rechtzeitig gerafft und ist dann wieder zurückgezogen. Also was für ein Spiel. Ich bin gerade am überlegen, ob ich wirklich noch mit der Calcio A spielen soll. Weil ich eigentlich total scheiße spiele. Oder viel schlechter, als ich könnte. Hinter schon wieder vorn. Was ist denn das immer? Ich spiele auf... Was spiele ich? Auf Defensiv und Ginter steht vorn. Da gibt überhaupt keinen Sinn. Der Pass war schwierig. Ich komme aber halt auch einfach nicht durch. Mal wieder. Die Gegner haben auch keinen Bock anzugreifen. Das ist so krass, wie geduldsam die das machen. Obwohl er halt 1-0 auch hinten liegt. Das ist auch interessant. Endlich. Fast gehalten von Cech. Hat mich hier auch nicht getraut, flach zu schießen. Dann hat man mal geschossen. Vielleicht wäre flach besser gewesen. Vielleicht muss ich das kurze Eck nehmen. Aber bei flach hätte ich wahrscheinlich wieder verkackt, ich kenne mich. Und hätte komplett daneben geschossen, so haben wir wenigstens die Ecke. Und da hätte Origi fast ein Kopfballtor gemacht. Er hat, glaube ich, ein Kopfballtor bisher bei mich gemacht. Aber aus dem Spiel raus. Ich weiß gar nicht, ob er schon eins aus nach einer Ecke gemacht hat. So, diesmal führen wir wenigstens 1-0. Da ist es eigentlich sehr geil, wie mein Spielstil ist. Das kommt einem 1-0 super entgegen. Und der Gegner spielt eigentlich so, als wenn er 1-0 führen würde. Platz. Ja, das ist nicht so geil. Aber Gnabry hat halt keinen Körper, logischerweise. Wäre eh abseits gewesen, glaube ich. Aggressiver. Jo! Ich wollte gerade sagen, scheiße, dass da nicht reingeht, weil ich dachte echt, da geht Alu und raus, aber das war natürlich dann ein sehr geiles Tor mit Alu und rein. Sehr geil, Gnabry. Wenn er solche Distanztreffer macht, dann Halleluja. Und ich denke, 2-0 war es dann jetzt auch, also dann müsste jetzt der Gegner eigentlich ziemlich angepisst sein und sollte es gewesen sein. Ich glaube, der Gegner hat jetzt keinen Bock mehr und macht jetzt den Scheiß. Also wird jetzt viel aggressiver sein, vielleicht machen wir da sogar noch ein 3-0. Eine Grätsche. Schon gemacht mit Zug alles, vor allem, dass es nicht mal eine Ecke gibt.
Ach ja, so war das geplant. Genau da wollte ich hinspielen. Ah, das war schade. Ich spiele auch viel zu unkonzentriert nach vorn, finde ich. Wäre ein Schuss mit links. Das ist halt echt ein bisschen nervig, nur 3 Sterne auf dem Schwachen zu haben. Weil man dann doch jetzt immer im Hinterkopf hat, ah, man würde lieber mit den Steigen schießen. Ich meine. Wenn der Gegner, wenn der Spieler 4 Sterne hat wie Werner, dann will man eigentlich auch mit dem Steigen immer schießen, aber es ist nicht so tragisch, wenn man mit dem Schwachen schießt. Und dann macht man eigentlich bei 4 Sterne auf dem schwachen Fuß echt wenig Gedanken über den schwachen und steigen Fuß. Aber sobald der Gegner, also sobald der Spieler nur noch 3 hat, dann komme ich schon immer ins Grübeln und denke, ach, jetzt sollst du vielleicht doch besser mit dem anderen Fuß abschließen. Er ist immer noch total oder relativ zurückhaltend in seinem. Das war natürlich nicht so geplant. Ich meine, wenn ich solche Fehler mache, dann kann er auch zurückhaltend sein. Aber eigentlich spielt er nicht so, als wenn er hier 2-0 hinten liegen würde, muss ich zugeben. Da war bitte noch der Gegner dran. War auch normal geschossen und nicht flach. Oh, fuck. Aber in der Situation, es ist halt der starke Fuß von Origi, der hat einen guten Abschluss. So ein Ding kann auch mal reingehen, wobei Chess halt auch ein sehr guter Torhüter ist. Oh, was war das denn, Kimmich? Habt ihr das? Habt ihr das von Kimmich gesehen? Was war das für ein beschissener Stellungsfehler? Ist der komplett blöd? Oh, ey, was für ein Lacker. Lacker natürlich einfach nur in dem Sinne, dass er das Glück hat, dass mein Kimmich gerade einfach mal einen Aussetzer im Gehirn hat in der Situation und dann dadurch dieser krasse Laufpass zustande kommt. Egal, 2-1, erste Torschance für den Gegner, die er dann auch nutzt. Und das war's, mehr Torschancen kriegt er nicht. Bums aus. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, der Jesus, er geht mir langsam doch ein bisschen auf den Sack. Am Anfang nicht so sehr, aber jetzt irgendwie weiß ich nicht, ob die Leute einfach besser mit ihm klarkommen oder was da los ist, aber mittlerweile geht er mir echt ein bisschen auf den Sack. Aber jetzt nicht wirklich so mäßig, dass ich sage, oh krass, wie du das. Oder es ist nachzuvollziehen. Es ist nachzuvollziehen, warum den alle spielen oder so. Also so sieht es nicht aus. Das war schön gespielt. Und das passende Zeichen, sage ich mal. Nach dem Anschluss vom Gegner. Es ist halt wie bei Musa, konnte ich auch nicht nachvollziehen, warum den alle gespielt haben. Musa hat ab und zu mal krasse Scheiße gemacht. Klar, war ultra schlecht, ultra schnell, aber man hat auch super oft gemerkt, dass er einfach einen scheiß Abschluss hat, keinen Körper und so weiter und so fort. Und bei Jesus ist es wahrscheinlich ähnlich. Wobei Jesus noch ein bisschen besser ist, weil er immerhin 81er und da kann man schon mit Champions League Styles noch viele Defizite ausgleichen. Das hat aber gar keinen Bock mehr. Ah, schade. Aber es gibt halt definitiv, vor allem in der Premier League, viel komplettere Stürmer als Jesus. Und er ist auch nicht der ekligste Stürmer, den ich bisher als Gegner gehabt habe. Wie gesagt, es ist nach wie vor eigentlich Mertens. Vor allem, wenn ich von denen ausgehe, die. Die ich häufiger mal habe. Ein Ronaldo oder so, den hat man halt nicht so oft. Und den spielen ja auch keiner als Stürmer. Oh, das war schlecht von mir mit dem Vorlegen im Sprint. Boah, ich hätte echt schon Bock, noch ein Spiel zu machen, aber wenn der Gegner jetzt nicht so schlecht ist wie der und ich einen besseren Gegner bekomme, dann kriege ich komplett aufs Maul mit der Calcio A. Ich weiß auch nicht so richtig. Aber eigentlich würde ich schon gerne jetzt in der Aufnahme auch noch das zweite Spiel machen. Bin mir unsicher. Krass, aber okay, Arangis, da bin ich nichts anderes gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Hat halt wirklich einen krassen Abschluss, der Junge. Obwohl seine Fernschusswerte jetzt, ach doch, ich glaube, geboostet sind sie ganz okay, aber trotzdem. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Kruse und Raphael da nicht genauso gut sind. Oder besser halt, gerade Kruse.
Hat halt eigentlich die perfekten ZOM-Stats, Kruse, aber gut, es war wie mit Stindl letztes Jahr. Team of the Group Stage und was weiß ich, alles für Special-Karten von Stindl, der super geile ZOM und Stürmerwerder hatte und die meisten fanden den auch mega geil und haben den gespielt und bei mir hat er einfach nicht funktioniert. Aber es kann halt einfach daran liegen, dass ich so einen ziemlich anderen Spielstil habe mit meinem meistens krassen Ballbesitz und halt meiner Formation, die auch so gut wie niemand spielt. Wobei halt ein Abschluss ist ein Abschluss irgendwie, ne? Mit Stindl, deswegen. Oh, wenn der Gegner da schneller reagiert hätte, mal alleine aus Tor zu rennen können. So, was mache ich denn jetzt? Spiele ich jetzt noch eine Runde oder mache ich das Spiel noch oder nicht? Pass auf, ich setze mich nochmal aufrecht hin, konzentriere mich und dann spielen wir nochmal. So, Origi, Arangis, Gnabry, Coman, hat eine Vorlage. Gut, ich wollte gerade so, zwei Vorlagen, Origi, also Origi sorgt gerade dafür, dass er nochmal zeigt, warum er geiler als Yarmolenko ist und nochmal ordentlich Scorerpunkte produziert. Damit müsste er jetzt seinen Schnitt ganz schön nach oben getrieben haben. Bei Coman, ich weiß auch nicht so richtig. Er fühlt sich halt ganz geil an, aber mein Gefühl sagt mir, dass der jetzt nicht gefährlicher ist als ein Ribéry oder ein Philipp. Ich glaube halt, der Philipp ist auch nicht besser als Ribéry, aber okay, zwei Vorlagen in fünf Spielen ist ja noch okay. Origi müsste jetzt ganz schön übertrieben haben, ja. Ich dachte es mir schon. 8 Scorerpunkte in 16 Spielen, das sind schon wieder 0,5. Das ist halt schon wieder crazy. Und Gnabry, 5 Spiele, 5 Scorerpunkte. Ja, also da ist es nicht. Wenn er jetzt nach 5 Spielen keinen einzigen Scorerpunkt gemacht hätte, wäre er rausgeflogen. Aber so ist ja noch alles drinnen. Wir wissen ja, dass es dauern kann. Also wenn er sich so hält mit mindestens einem Tor pro oder einem Scorerpunkt pro Spiel, dann werde ich ihn wahrscheinlich die komplette Weekend League testen. Wenn ich jetzt nach 5 Spielen, also insgesamt 10 Spielen, merke, er ist jetzt ganz schön abgekackt und hat nicht mal mehr einen Scorerpunkt pro Spiel, dann würde ich ihn wahrscheinlich dann sogar schon wieder gegen Werner tauschen. Er fühlt sich ganz gut an und hat er jetzt auch wieder einen krassen Abschluss gehabt, muss man ja auch zugeben. Mit dem Alu und rein. Aber wie gesagt, man macht ein bisschen dieser schwache Fußgedanken. Ach, und ich hab's prophezeit, wenn ich jetzt keinen total schlechten Gegner bekomme, dann werde ich wahrscheinlich total aufs Maul bekommen. Das wird es passieren. Es sei denn, es ist so ein Spieler, der einfach nur ein mega krasses Team hat. Eines der besten gegen das wir bisher gespielt haben, würde ich sagen. Und selber halt nicht spielen kann. Ich hoffe mal, dass es so ist. Konzentrieren wir uns. Oh fuck, ich habe mein Headset abgenommen, jetzt habe ich keinen Ton drauf. Ich muss mal warten, bis hier eine Unterbrechung ist. Oh krass! Da ist ja gar kein Tor! Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Was ist denn das für ein Bug? Da ist kein Tor da! Es ist immer noch nicht da! Ach du Scheiße! Was ist denn das? Na, das Spiel kann ich ja jetzt nur verlieren. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Es ist kein Tor da. Und beim Gegner bestimmt auch nicht. Au, was? Wie geht das denn? Wie kann es sein, dass kein Tor da ist? Was ist denn das für ein Bug? Wie soll ich denn jetzt aufs Tor schießen? Na, das Spiel muss ich verlieren, weil der Gegner hat den Anzeigebug bestimmt nicht. Oh, fuck. Okay, wir konzentrieren uns jetzt trotzdem. Ich muss halt erahnen, wo das Tor steht. Ich habe ungefähr weiß ich, wo es Tor steht, aber das ist natürlich zum Zielen richtig scheiße. Ich muss mir 100%ig rausspielen, anders wird es nicht funktionieren. Tunnelt. Habe ich noch nie gehört von dem Bug. Krass. Ich weiß nicht, ob es knapp war. Weiß es nicht. Ob es knapp war. Stell dir mal vor, ich habe Elfmeterschießen. Ach du Scheiße, wie krass wäre das denn? Elfmeterschießen ohne Tor. Oh, fuck. Gegner spielt bisher nicht so gut, aber ich denke, ich werde das Tor nicht sehen verlieren, weil ich das Tor nicht treffen werde.
Ey, was ist denn das? Schon so viele Spiele gemacht, das habe ich ja echt noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nie davon gehört, dass das Tor nicht angezeigt werden würde. Schade. Interessant. Gegner spielt bisher nicht gut, muss ich zugeben. Also ich hoffe mal, es bleibt so. Aber wie gesagt, ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier Tore schießen soll. Hose wird verletzt oder was? Perisic. Leider hängen geblieben. Das Peris ist leider in den Lauf gegangen, bevor er in den Lauf gehen sollte. Ich will das Spiel jetzt trotzdem gewinnen. Genau aus dem Grund, weil wir kein Tor haben. Wie geil wäre das, wenn ich das gewinne, ohne dass ich das Tor sehe. Und ich gehe davon aus, dass der Gegner das sieht. Ich weiß es nicht. Aber das ist bestimmt so ein lokaler Bug, statt nicht, dass es irgendwie vom Server oder so ist. Geht in die Flanke hin. Oh Gott, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man dann ein Tor schießt? Fällt mir gerade ein. Bleibt der Ball dann einfach in der Luft hängen? Wo das Netz sein sollte? Oh nein, das war ein Fehler, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Komm! Ach, sehr geil. Oh, wir haben ein bisschen Glück. Haben wir Glück gehabt, das muss er eigentlich machen, das Ding. Vor allem mit seinem Ikonenspieler oder Legendenspieler. War eigentlich sogar die beste Chance im Spiel, würde ich sagen. Oh, ich wusste, dass er abzieht mit dem. Ach, das ist Cavani, das ist gar nicht der Legendenspieler. Es ist so verwirrend ohne Tor, es ist richtig beschissen. Ich habe eine gute Ausrede, wenn ich verlieren sollte. Logisch wollte ich nicht auf den passen. Oh, zum Glück ist es nicht schief gegangen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Ich
gemacht. Leider den Moment des Abspiels komplett verpasst. Oh Gott, ey, das ist. Es ist so verwirrend ohne Tor. Es ist beschissen. Es ist einfach nur scheiße. Der Anzeige-Bug scheint ja auch nicht wegzugehen. Ich wollte natürlich schon eher zu ihm passen, also nicht im Abseits standen. Aber egal, wir regen uns nicht auf. Danke. Ich würde halt gerne mal eine Torschance generieren, wenn ich ehrlich bin. Der fliegt einfach durch! Also, es gibt kein Netz. Habt ihr das gesehen? Da ist einfach nichts. Glücklicherweise erkennt das Spiel, dass das ein Tor ist, aber es ist halt auch, weil kein Netz, es wird nichts angezeigt. Es ist also wirklich, es ist nicht vorhanden. Ich dachte, es wäre unsichtbar. Aber es ist, was passiert denn da, wenn man an den Pfosten schießen würde? Es kann natürlich sein, dass nur das Netz nicht da ist und dass das Aluminium da ist. Ach du Scheiße. Das könnte ja noch Vogelwild werden, da kann man ja, vielleicht kann man da sogar von der Seite ins Tor reinschießen. Oh Gott! Jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Spiel, weil ich will das unbedingt gewinnen, das wäre natürlich mega crazy. Alter, das ist ja abgefahren. Es ist, ich dachte, es wäre unsichtbar, aber es wird halt, es ist gar nicht da, es ist wirklich nicht da, es geht einfach durch. Wobei, manchmal ist es ja auch so, dass ein Tor da ist und das Netz aber irgendwie nicht wahrgenommen wird und der Ball auch so da ist, also ja, das war jetzt geil, schön den Vorteil abgewartet und dann den Ball verloren. Ich muss aufhören zu reden, aber wie gesagt, das gibt es ja auch so manchmal, dass das Netz zwar angezeigt wird, aber der Ball geht trotzdem einfach durch. Es ist jetzt irgendwie schwierig da auszuklamüsern, was da jetzt wirklich der Fall ist, also ob das jetzt einfach unsichtbar ist und Alu vorhanden. Und Alu vorhanden ist oder ob jetzt wirklich Aluminium auch nicht da ist, also keine Ahnung. Hat der Perisic eigen in den Lauf geschickt, aber er hat es nicht gemacht. Aber ist egal, wir haben trotzdem bei. Jetzt konzentrieren wir uns, ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Es ist so geil, ohne Netz zu ohne Tor zu gewinnen. Wenn jetzt ein Tor fast, drehe ich durch, weil der erste Pass, da ging wieder sonst wohin. Es war kein Tor, es ging daneben. Ich dachte, er wäre drin. Ich sehe halt das Tor nicht. Krass. Jungs, Jungs, Jungs. Endlich. Ich muss das unbedingt gewinnen, das Spiel. Ich muss das gewinnen. Ich muss es gewinnen. Ich muss es gewinnen. Hinten seine Spieler hin. Ist er jetzt schon auf totaler Angriff? Schade. Was ist denn der für eine merkwürdige Formation? Wo sind denn seine Spieler? Vier Angreifer von. Daran liegt es wahrscheinlich.
Philippe ist verletzt. Das war geil, das Pferd. Ah, bricht ab. Was ist denn das? Oh mein Gott, ohne sichtbares Tor. Was ist das denn? Oh, ich hab's geschafft. Geil, geil. Ich habe echt noch zwei Spiele gewonnen in der Aufnahme. Und oh, ohne Tor. Eieiei. Und mir ist am Anfang gar nicht aufgefallen, ne? Ich habe gespielt und es hat ja erst gedauert. Erst wo es dann, ich weiß nicht, gab es Ecke oder so. Oder Abstoß. Und dann dachte ich so, what? Wo ist denn das Tor? Das gibt's ja gar nicht. Es wird immer noch nicht angezeigt im Hintergrund. Was ist das denn? Tore. Ach, schon wieder zweimal Perisic. War das erste auch von Perisic? Ich bin so oft das Tor fixiert, dass das nicht da ist, dass ich es gar nicht gerafft habe. Brozovic, zwei Vorlagen. Mal gucken, wir gucken uns nochmal die Wiederholung an. Mal gucken, ob man da das Tor sieht. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass gewesen. Was war das denn für ein Scheiß, ey? Nee, es wird nicht angezeigt. Das gibt's doch nicht. Ist das krank. Und wie gesagt, der eine Fehlschuss vom Gegner, da habe ich echt gedacht, der ist drin. Und dann gab es halt Ecke, weil, also ich dachte halt, mein Torhüter ist dran und hat mir ins Tor gelenkt. Ich dachte halt echt, der wäre drin gewesen, aber er war halt nicht drin. Aber das konnte ich halt nicht sehen, weil, ja. Moment mal, ist das erste Tor gar nicht, wo ist das zweite Tor? 50. Ach so, ja, logisch. Das zweite Tor sehen wir nicht, weil er hat abgebrochen, bevor der Jubel kam. Bevor die Wiederholung kam, dann sieht man es leider nicht, weil dann ist es in den Spielhöhepunkt nicht drin. Ja, das war ja wohl mal eine krasse Aufnahme. Also jetzt vor allem das zweite Spiel war ja wohl mal ultra krass. Also was war da denn los? Also unglaublich. Ich weiß nicht, was da los ist. Erst war das Problem mit dem ständig nach rechts gehenden Ding hier. Jetzt passiert es nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Muss halt die ganze Zeit nur nach rechts gegangen ist. Und jetzt war die Anzeige vom Spiel kaputt. Was? Oh mein Gott. Also ich hoffe, wir haben ja jetzt schon über 300, wir haben jetzt, nee, wie viel sind das? 351 Spiele gemacht. Das kam jetzt zum ersten Mal vor. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht häufiger vor. Weil das ist so irritierend, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber gespielt hat. Das ist krass. Also gerade, denke ich, in knappen Situationen oder bei Distanzschüssen, wo man halt gut zielen muss oder zumindest versucht, gut zu zielen, ist das ja total irritierend. Naja, ich habe trotzdem gewonnen, 2-0. Ich weiß nicht, ob der Gegner, das wäre mal interessant zu wissen, ob der Gegner auch dieses Anzeigeproblem hatte oder ob das nur bei mir war. Also ob ich quasi mit Handicap gespielt habe und der Gegner ohne, das weiß ich nicht. Ich höre jetzt auf, ich mache keine weitere Aufnahme. Ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens noch zwei Siege hier einfahren konnten und von ursprünglich drei Niederlagen und zwei Siegen jetzt auf vier Siege und drei Niederlagen gehen konnten. Haben jetzt sechs Spiele gemacht, das ist doch schon mal ganz okay. Werde dann versuchen, am Samstag mindestens 9 zu machen, damit ich am Sonntag maximal 10 spiele. Aber mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn ich am Sonntag vielleicht nur noch 8 oder so machen müsste. Weil ich glaube, am Sonntag habe ich weniger Zeit als am Samstag. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin immer noch total irritiert. Ich denke, es war sehr lustig für euch. Ich hoffe, es haben mir ein paar Leute angeguckt. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.